Du bist genauso wie ich ein Freund davon, irgendwo frei zu stehen, am besten mitten in der Natur, irgendwo abseits der Zivilisation. Oder du hast das schlechte WLAN auf den üblichen Campingplätzen satt. Tja, dann habe ich heute die Lösung für dich, denn mobiles Internet im Camper oder Wohnmobil ist wirklich kein Hexenwerk. In diesem Video erfährst du alles, was du dafür wissen musst. Hey zusammen, Togi hier. Ich denke, für das Thema Internet im Wohnmobil gibt es jede Menge Gründe. Sei es, den Lieblings-YouTuber vielleicht abends nochmal im Bett anzuschauen oder nochmal in die Mediathek zu stöbern, um sich die aktuellen Nachrichten anzusehen. Vielleicht habt ihr auch eine Überwachungskamera für euren Hund im Wohnmobil installiert, um ihn in eurer Abwesenheit überwachen zu können. Vielleicht steuert ihr auch eure Alarmanlage darüber oder ein Victron-System, um euren Wasserstand oder vielleicht auch die Truma aus der Ferne steuern zu können. Ich denke, für das Thema Internet im Wohnmobil gibt es jede Menge Gründe. Und wir schauen uns heute mal an, was dafür notwendig ist. Wenn man mal eine schnelle Mahlzeit braucht, muss man übrigens nicht auf Trinkmahlzeiten mit künstlichen Zusätzen und einer Tonne Zuckerersatz zurückgreifen. Mein Partner Bertrand bietet euch Trinkmahlzeiten aus 100% Bio-Lebensmitteln. Dort bekommt ihr alle wichtigen Nährstoffe aus Samen, Getreide und Nüssen. Denn in unseren natürlichen Lebensmitteln ist schon alles enthalten, was man für eine ausgewogene Mahlzeit braucht, auch ohne künstliche Zusätze. Bertrand gibt es in verschiedenen Sorten, unter anderem Classic, Active und Vegan, wobei ich euch Classic besonders empfehlen kann. Ihr habt die Wahl zwischen fertigen Flaschen, die nur mit Wasser oder Milch angerührt werden, oder einem Vorteilspack für bis zu 4 Mahlzeiten. Satt macht mich Bertrand für 4 bis 5 Stunden, was mir vollkommen ausreicht. Wenn ihr Bertrand jetzt mal ausprobieren wollt, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und spart mit dem Code TOGI 5% auf eure Bestellung. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn wir über die Basics vom Internet unterwegs reden, brauchen wir im Grunde genommen nur zwei Dinge. Wir brauchen ein Endgerät, also ein Gerät, was in der Lage ist, sich mit dem mobilen Internet zu verbinden. Und wir brauchen einen Internetdienstanbieter. Die meisten kennen das von der SIM-Karte im Handy. Diese zwei Dinge sind grundsätzlich erst einmal notwendig und wir schauen uns jetzt mal an, welche Hardware wir zur Verfügung haben, die wir für mobiles Internet nutzen können. Wenn wir über Endgeräte sprechen, haben wir im Grunde genommen drei verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise in Klammern vielleicht vier, aber auf die vierte Möglichkeit gehe ich nochmal ganz kurz ein. Die erste Möglichkeit ist eigentlich auch schon die günstigste. Jeder von uns hat vermutlich ein Smartphone. Smartphones sind heutzutage in der Lage, über einen sogenannten mobilen Hotspot ihr Internet freizugeben. Das gibt es in den Einstellungen der aktuellen Smartphones. Da kann man sagen, ich möchte die Internetverbindung, die ich sowieso immer dabei habe, in meinem Handy auch für die mobilen Endgeräte nutzen. Das Ganze hat natürlich einen finanziellen Vorteil. Wenn man den entsprechenden Vertrag auf dem Handy hat, kann man das natürlich überall nutzen. Der Nachteil ist natürlich, das Handy muss sich immer im Camper befinden. Wenn man eine größere Familie hat und alle darauf zugreifen möchten, wird erstens das Handy relativ warm und zweitens muss man es auch immer hier im Camper lassen, dass auch jeder dann das Internet nutzen kann. Ein weiterer Nachteil ist, dass von Mobiltelefonen ja der Empfang oftmals gar nicht mal so gut ist, aber dazu kommen wir später nochmal. Wir können natürlich auch keine externe Antenne irgendwie anschließen, um den Empfang zu verbessern. Dafür ist es für Gelegenheitsnutzer ideal, die vielleicht bloß mal kurz mit dem Laptop oder iPad oder Tablet sich mal kurz einloggen möchten in das mobile Netz. Ja, dafür reicht das natürlich vollkommen und ist im Verhältnis dazu relativ günstig, wenn man den entsprechenden Vertrag hat, der es zulässt, ein paar Gigabyte über die mobilen Daten nutzen zu können. Die zweite Möglichkeit ist, haben bestimmt schon einige von euch davon gehört, so ein kleiner mobiler Router. Dafür habe auch ich mich entschieden. Der Vorteil hier ist ganz klar, man kann den Router im Wohnmobil lassen, also man ist nicht auf das Handy angewiesen, das heißt, wenn man mit einer größeren Familie unterwegs ist, hat man immer konsequent Internet im Wohnmobil. Außerdem kann man natürlich hier drüber auch die Alarmanlage, die Überwachungskamera etc. permanent drüber laufen lassen und von unterwegs aus dann auch entsprechend steuern. Wenn der Empfang doch mal nicht ausreicht, haben wir hier die Gelegenheit, eine externe Antenne anzuschließen. Außerdem haben wir einen internen Akku integriert. Das heißt, wir können den Router auch einfach mal aus dem Wohnmobil mit rausnehmen. Wenn wir zum Beispiel am Strand sind oder irgendwas dergleichen, können wir das Internet sozusagen ganz einfach uns in die Jackentasche stecken. Wir haben bei den meisten Routern noch eine Netzwerkschnittstelle dran, falls man doch mal Geräte hat, die nur über eine Netzwerkschnittstelle funktionieren. Und wir haben einen USB-Anschluss. Einen zum Laden, logischerweise. Und der andere USB-Anschluss, da kann man zum Beispiel einen Stick oder eine externe Festplatte anschließen, wenn man ja, bei dem täglichen Ausflug oder bei den besonderen Ausflügen Bilder gemacht hat, kann man die ganz einfach hier drauf sichern auf der externen Platte und jedes Familienmitglied kann dann auf die Bilder zugreifen.
Diese Geräte gibt es von relativ günstig bis ziemlich teuer. Und da kommen wir dann nachher auch gleich nochmal zu den Unterschieden der einzelnen Geräte. Man muss auch nicht unbedingt ein Gerät mit Akku verwenden. Es gibt mittlerweile von, ja, Vodafone zum Beispiel, gibt es den sogenannten GigaCube. Der funktioniert relativ ähnlich, hat ähnliche Leistungsmerkmale wie so ein kleiner mobiler Router, kostet aber nur zwischen 100 und 200 Euro und wird über das ganz normale Bordnetz betrieben. Also das heißt 12 Volt. Wir können uns quasi das ganz normale Bordnetz, die 12 Volt, können wir nutzen, um diesen kleinen Router dann entsprechend zu betreiben. Wer sich ein bisschen auskennt, kann natürlich auch zu einer Fritzbox greifen. Es gibt von Fritzbox gibt's LTE-Router, die werden ebenfalls mit 12 Volt betrieben. Die kann man auch nutzen, wenn man jetzt diesen Akku zum Beispiel nicht braucht. Die dritte Variante, um im Wohnmobil Internet zu bekommen, ist natürlich die Festinstallation. Ist meiner Meinung nach auch mit die teuerste Variante, denn der Einbau kann auch schnell mal bis über 1000 Euro kosten. Das heißt, es wird ein Loch in euer Wohnmobil gebohrt, um dort die Antenne installieren zu können, also die Antennenleitungen durchführen zu können. Es wird dann irgendwo, wahrscheinlich oben in der Dinette oder wo ihr das möchtet, ein Router installiert, der dann fest und ja, auch unsichtbar im Camper installiert wird und ihr könnt über WLAN dann all eure Geräte nutzen. Ist eine feine Sache, ist eine praktische Sache, würde ich persönlich aber nicht machen. Der Nachteil bei diesen Geräten ist meistens, dass die Technik relativ veraltet ist. Das heißt, ihr habt in den meisten Fällen nicht besonders schnelles Internet. Ein Vorteil hat die ganze Geschichte natürlich, denn ihr könnt auch das WLAN auf dem Campingplatz damit empfangen und verstärken. Also das heißt, die Antenne auf dem Dach kann das Internet vom Campingplatz nutzen, verstärkt es und schafft es euch in euer Camper oder Wohnmobil. Gerade in solchen Fahrzeugen wie dieses hier, was ja komplett wie ein faradäischer Käfig wirkt, also das heißt mit ganz vielen Metallwänden, ja, ist das natürlich von Vorteil, wenn ihr auf dem Campingplatz mal WLAN nutzen möchtet, wenn es denn mal funktioniert. Ich hatte vorhin noch von einem vierten System, so in Klammern, gesprochen, und zwar ist das das System von Elon Musk. Starlink wird sicherlich der ein oder andere von euch schon mal gehört haben. Und zwar hat Elon Musk sehr, sehr viele Satelliten hoch ins All geschickt und schickt darüber das Internet uns auf die Erde sozusagen. Das Ganze funktioniert ähnlich wie bei einer Sat-Anlage beim TV-Programm. Man hat eine Art Sat-Schüssel, die man Richtung Himmel ausrichtet und empfängt darüber das Internet. Ist eine mega interessante Geschichte. Ich bin auch sehr gespannt, wo das Ganze hingeht, denn mit dieser Variante sind mittlerweile auch schon sehr, sehr hohe Datenraten möglich. Also selbst wenn ihr irgendwo mitten in der Pampa seid, wo es weit und breit keinen Internetmast gibt, habt ihr mit Starlink immer noch vernünftiges Internet. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Das kostet momentan so um die 100 Euro im Monat und die Hardware selbst kostet auch nochmal 300, 400 Euro. Natürlich gibt es dazu auch aktuell noch keine Satzschüssel, wie wir es ja vom TV-Programm kennen, die auf dem Dach ganz einfach ein- und ausgefahren werden kann, sondern es ist eine feste Schüssel. Also das heißt, wenn ihr Internet wollt, müsst ihr sie rausstellen, um dann entsprechend auch surfen zu können und müsst sie dann gegebenenfalls wieder reinholen, wenn ihr weiterfahrt. Da hat natürlich das fest installierte System oder halt so ein kleiner mobiler Router einen Vorteil, denn den könnt ihr permanent laufen lassen und habt auch durchgängig Internet. Ihr fragt euch vielleicht, warum es diese kleinen Router hier ja von 50 Euro bis 500 Euro in verschiedensten Preisklassen gibt. Das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Ich versuche euch das jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären, denn es ist in der Praxis dann doch relativ kompliziert, aber so weit in die Tiefe möchte ich gar nicht gehen. Ein kleiner Router wie ja, einer für 50 Euro beispielsweise kann zum Beispiel nur auf einer Frequenz funken. Das Ganze wird in Kategorien eingeteilt. Es gibt Cat4, Cat6, Cat12, Cat16, Cat20. Ein günstiger Router funkt, wie gesagt, auf einer einzelnen Frequenz, maximal vielleicht zwei Frequenzen und das auch nur auf einer relativ kleinen Bandbreite. Habt ihr jetzt einen teureren Router, also mit einer höheren Kategorisierungsklasse, Cat12, Cat16 beispielsweise, dieser hier ist zum Beispiel Cat16, kann der Router auf mehrere und viele Frequenzen gleichzeitig zugreifen und kann damit seine Bandbreite deutlich erhöhen. Also das heißt, die Bandbreite ist ja das, wie schnell oder wie viel Internet bei euch im Endeffekt ankommt, wie schnell ihr surfen könnt. Ja, und das unterscheidet im Grunde genommen diese kleinen Router. Ihr müsst euch das so vorstellen, es sind, sagen wir, 10 Wohnmobile auf einem Campingplatz und alle greifen auf einen und denselben Mast zu, weil dieser halt diese eine Frequenz hat. Es sind aber noch zwei, drei andere Masken da. So, und wenn ihr jetzt
derjenige seid, der einen so relativ guten, teuren Router habt, könnt ihr nicht nur auf diesen einen Mast zugreifen, wie alle anderen, sondern auf die anderen zwei, drei trotzdem parallel noch mit. Also ihr nutzt von allen drei Masten gleichzeitig das Internet, was gebündelt wird und in voller Geschwindigkeit bei euch ankommt. Damit habt ihr zum einen den Vorteil, dass ihr euch von den anderen abhebt, weil ihr andere Funkmasten nutzen könnt, und zum anderen, dass ihr mehrere Frequenzen gleichzeitig bündeln könnt. Ja, und das Ganze ist der Unterschied, warum es diese Router von billig bis teuer gibt. Wenn ihr euch also für so einen Router entscheiden solltet, es ist auch egal, ob es sich um so einen mobilen Router handelt oder um einen fest installierten, alle haben diese Kategorisierungsklassen. Sucht euch also am besten einen Router, der mindestens irgendwo Cat 12 oder Cat 16 hat, um entsprechend auch alle Frequenzen nutzen zu können. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, mit einem Mobiltelefon kommt ihr relativ schnell an eure Grenzen. Denn mit so einem kleinen mobilen Router könnt ihr eine deutlich höhere CAT-Zertifizierung, also Kategorie sozusagen, kaufen, als was in so einem kleinen Handy drin steckt. Damit habt ihr zwar keine Garantie, aber eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, auch in abgelegenen Gebieten oder vielleicht auch in deutlich besiedelten Gegenden mehr und schnelleres Internet zur Verfügung zu haben. Dieser Router hier ist der Netgear Nighthawk M1, ist eigentlich schon ein etwas älteres Modell, ist aber immer noch super, super leistungsfähig. Wir haben hier ein Modell mit Cat 16, also das heißt, ich kann auf nahezu alle Frequenzen gleichzeitig zugreifen. Es ist ein LTE-Router, noch kein 5G-Router, weil ich mir sage, LTE wird es sicherlich mindestens die nächsten 3 bis 5 Jahre noch geben. Wer das nicht möchte, es gibt auch schon den Nighthawk M5. Der kann natürlich auch schon die 5G-Netze abdecken. Der kann auch da zugreifen. Wenn ihr euch das interessiert, ich habe euch unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ja, dann habe ich mich natürlich noch aus dem Grund entschieden, weil das Teil Akku hat. Ich kann den halt überall mit hinnehmen. Der Akku hält relativ lang. Ich habe den jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr im Einsatz. Also das heißt, so 8 Stunden lang kann ich mit so einer Akkuladung locker überbrücken. Also einen Arbeitstag im Grunde genommen. Dann ist der Router natürlich auch schön klein. Ich kann ihn wunderbar schön im Wohnmobil verstecken. Wenn ich das möchte, kann ich ihn bei schönem Wetter vielleicht auch einfach aufs Dach legen, um diesen faradäischen Käfig, in dem ich ja hier sitze, ja entgegenzuwirken. Denn so ein Router hat in Anführungsstrichen erstmal von Haus aus den Nachteil, dass die Antennen im Gerät sitzen. Das heißt, wenn ich mich in einem Kastenwagen befinde, der also komplett aus Metall ist, wirkt das wie ein faradäischer Käfig und die Internetsignale kommen sozusagen nicht aus dem Kastenwagen raus oder nicht so gut aus dem Kastenwagen raus. Dafür hat natürlich dieser kleine Router ebenfalls die Vorteile, dass ich hier eine externe Antenne anschließen kann. Da ich mich aber vehement weigere, in mein neues Wohnmobil ein Loch ins Dach zu bohren, habe ich nach einer Alternative gesucht, wie ich so einen Router in einem Kastenwagen mit einer externen Antenne nutzen kann. Und dabei habe ich mir ein System zusammengestellt, was ich persönlich sehr interessant finde und auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das letztes Jahr schon sehr, sehr oft getestet. Gerade auch, wo ich mich jetzt hier befinde, habe ich sehr schlechtes Internet und da hole ich mit so einer externen Antenne deutlich was raus. Was ist das jetzt? Das ist eine sogenannte 12 dBi Antenne. Also die 12 dBi gibt den Verstärkungsfaktor an. Gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, aber 12 dBi ist schon ziemlich gut für eine LTE Antenne. Das ist eine Rundstrahlantenne, gibt es auch als Richtantenne. Sieht zwar jetzt erstmal aus wie eine Richtantenne, ne, weil es so flach ist, aber ist eine Rundstrahlantenne. Der Vorteil ist, die pappt ihr einfach nur aufs Dach von eurem Wohnmobil und die sucht sich irgendwo ringsrum in der Nähe einen Internetmast oder den stärksten Internetmast und holt dort das Internet her. Wenn ihr eine Richtantenne habt, gibt es auch zu kaufen, müsst ihr diese Antenne Richtung diesen Masten ausrichten. Dazu müsst ihr natürlich wissen, wo der ist oder irgendwie herausfinden über die Signalstärke, wo der ist. Das ist aber gar nicht so einfach. Deshalb habe ich mich für eine Rundstrahlantenne entschieden. Weiterer Vorteil ist, was ich festgestellt habe, ich kann die Rundstrahlantenne nicht mehr aufs Dach machen, sondern ans Wohnmobil. Da dahinter sich dann eine Metallfläche befindet, wirkt das wie eine Art Richtwirkung. Sehr interessant. Ja, und natürlich, ich wollte nichts irgendwie in mein Wohnmobil bohren, nichts festmachen und habe hier eine Variante mit Magnetfuß. Den gibt es ganz einfach zu kaufen. Ich versuche euch das unten alles zu verlinken. Das sind drei Einzelteile, glaube ich. Einmal die Antenne selbst, dann gibt es diesen Befestigungsstab einzeln und diesen Magnetfuß. Ja, und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder die Antenne so aufs Dach zu packen, so aufs Dach, oder eben einfach nur die Schiebetür aufzumachen und das quasi an die Seite ranzumachen. Ich habe alle möglichen Möglichkeiten, je nachdem, in welche Richtung ja, die Antenne am besten funktioniert und performt.
Wenn es draußen mal regnen sollte, ist das auch kein Problem. Das Teil ist komplett wasserfest, stört also überhaupt nicht. Und das Kabel lege ich mir ganz einfach durchs Seitenfenster. Hier sind relativ dicke Gummis an den Seitenfenstern dran, da passt das Kabel problemlos durch. Die kann ich auch zumachen, habe das auch über Tage einfach dran. Wenn ich tagelang auf einem Platz stehe, einmal angebaut, und das Kabel bleibt die ganze Zeit durchs Fenster reingelegt. Worauf ihr bei der ganzen Geschichte achten solltet, wie gesagt, ich versuche euch mein Set, was ich hier habe, mal unten zu verlinken. Diese Antennen haben meistens sehr große RJ-Stecker, das sind diese Stecker hier, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, hier, ihr seht das, relativ große Stecker. Und wenn ihr das euch in diesen kleinen Router anguckt, das sind sehr, sehr kleine Antennenstecker. Und da gibt es entsprechende Adapterkabel dafür. Ich habe eine Zeit lang mit einem Adapterkabel gearbeitet, direkt hier auf diese kleinen Anschlüsse. Und das ist bei so einem dicken Kabel, wenn so ein dickes Kabel dran hängt, ist das ein sehr großes Risiko, dass die eventuell hier unten diese Anschlüsse abbrechen könnten. Also gibt es dafür sogar eine Alternative, vor allem für diesen Router, die ich sehr schön finde. Und das ist so eine kleine selbstgedruckte Halterung. Hier unten sind nochmal, ich hoffe, man kann das sehen, sind nochmal etwas größere und stabilere Anschlüsse dran. Und genau dafür habe ich mir das gekauft. Man nimmt sich einfach nur diesen Router. Die kleine Halterung ist bei mir übrigens hier oben im Staufach drin. Damit sehe ich das nicht. Da kann der Router die ganze Zeit bleiben. Ja, und da wird der Router hier einfach reingesteckt und verbindet sich hier unten mit den Anschlüssen. Und hier kann ich jetzt auch dieses relativ dicke und starre Kabel problemlos unten anschließen, ohne dass mir irgendwas, oder dass die Gefahr besteht, dass irgendwas wegbricht. Finde ich persönlich ein sehr, sehr schickes System und hat bei mir bis jetzt das letzte Dreivierteljahr auch super funktioniert. Ich habe es Anfang des Videos schon mal gesagt, wir brauchen zwei Dinge, nicht nur die Hardware selbst, sondern wir brauchen auch noch einen Internetdienstanbieter. Vermutlich treibt das auch die meisten hier auf den Kanal, denn das ist auch das größte Problem, unterwegs Internet zu bekommen. Wir in Deutschland sind hier leider ziemlich abgestraft mit den Tarifen, denn wir haben einfach mit das teuerste Internet auf der ganzen Welt oder in ganz Europa. Die meisten Tarife sind leider an 24 Monate gebunden. Wir sind aber in den meisten Fällen nicht 24 Monate unterwegs oder 12 Monate im Jahr, sondern wir sind vielleicht die Sommermonate unterwegs oder vielleicht nur mal das ein oder andere Wochenende. Und genau dafür brauchen wir aber eine Internetlösung. Also brauchen wir irgendetwas, was mindestens jeden Monat oder alle Vierteljahr gekündigt werden kann. An der Stelle gibt es natürlich verschiedene Anbieter. Die meisten werden es kennen. Wir haben Vodafone, wir haben Telekom, wir haben O2, E+, etc. Wer jetzt auf dieses Video gestoßen ist, um auf einen Tipp zu hoffen, wie man billiges Internet im Wohnmobil bekommt, da muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt den ein oder anderen Tarif, den ich auch genutzt habe. Ich kann ihn gerne euch unten in der Videobeschreibung mal mit verlinken. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema, das Ganze in ein Video zu packen, denn der Tarif, der heute gilt, kann morgen schon wieder nicht mehr verfügbar sein. Aus dem Grund möchte ich euch hier einfach mal ein paar Tipps mitgeben, wenn ihr auf der Suche nach einem Internetdienstanbieter seid, worauf ihr auf jeden Fall unbedingt achten müsst. Die eine Sache habe ich natürlich schon angesprochen, das ist die Mindestvertragslaufzeit. Viele Tarife sind wie gesagt auf 12 oder 24 Monate befristet, dass ihr das Internet auch jeden Monat fleißig bezahlen dürft. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, einen Prepaid-Tarif zu nehmen, also einen Tarif, den ihr bestenfalls monatlich kündigen könnt. Hier müsst ihr außerdem darauf achten, bei Prepaid-Tarifen ist es oft so, wenn ein halbes Jahr lang kein Tarif gebucht wurde oder kein Geld aufgeladen wurde, deaktivieren sich die Karten automatisch. Kann durchaus vorkommen. Ist dann die Frage, ob ihr euer Restguthaben, was sich auf der Karte befindet, wieder ausgezahlt bekommt oder ob es verfällt. In den meisten Fällen wird es aber, glaube ich, ausgezahlt. Die Hersteller werben oft mit sogenannten Flatrates. Wir kennen das alle von zu Hause. Wir haben zu Hause einen Internetanschluss, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie viele Serien, Filme etc. wir schauen. Ja, und dann irgendwann, dass wir irgendwann gedrosselt werden. Vom Handy kennt man das schon eher. Da wird dann das Internet ganz schnell langsam, wenn wir zu viel Datenvolumen verbraucht haben. Hier muss man natürlich auch drauf achten und Flatrate ist nicht gleich Flatrate. Gerade bei mobilen Tarifen schummeln die Hersteller bzw. Händler ganz gern mal, denn da wird eine Flatrate angeboten und irgendwo im Kleingedruckten steht dann auf 200 GB begrenzt oder irgendwas dergleichen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch erlaubt ist, bin ich mir gar nicht sicher. Der weitere Punkt ist, es gibt oft eine Fair-to-Use-Klausel, nennt die sich, glaube ich. Also das heißt, es ist zwar eine Flatrate, aber man soll doch bitte diese Flatrate in einem handelsüblichen, in einem benutzertypischen Rahmen benutzen.
Das kann von Internetanbieter zu Internetanbieter ganz unterschiedlich sein. Da müsste man sich vielleicht vorher Gedanken machen, wie viel Datenvolumen brauche ich eigentlich, bevor ich mich mit so einem Tarif auseinandersetze oder mich für einen Tarif entscheide. Ich persönlich bin immer ein Freund von Flatrates, denn ich möchte mir keine Gedanken darüber machen, wie viel ich jetzt anschaue, wie viel ich surfe. Und vor allem ich als YouTuber habe ja natürlich auch oft Videos hochzuladen, was sehr, sehr viel Traffic benötigt. Der weitere Punkt ist das EU-Ausland. Solltet ihr in das EU-Ausland fahren, und das ist ja schon relativ nah an uns dran, das heißt, was weiß ich, Dänemark, Österreich, Polen, Tschechien etc., ja, dann habt ihr plötzlich keine Flatrate mehr, denn viele Anbieter sagen, nö, im EU-Ausland hast du dann bloß noch 20, 30 Gigabyte zur Verfügung für dein mobiles Datenvolumen. In Deutschland kannst du aber machen, was du willst. Auch das ist ein Punkt, auf den man unbedingt achten sollte. Wer das ganze Thema Flatrate natürlich nicht benötigt, der kann sich natürlich auch einen ganz einfachen Volumentarif holen. Wenn ihr jetzt sagt, 20, 30 Gigabyte im Monat reichen mir vollkommen, kein Problem, dann holt euch das. Im schlimmsten Fall werdet ihr am Ende des Monats einfach nur gedrosselt und es entstehen keine weiteren Kosten, außer ja, die monatlichen Kosten, die der Internetanbieter dann euch vorgibt sozusagen. Da ich euch natürlich jetzt hier nicht ganz im Unwissenden lassen möchte, sage ich euch mal, wie ich das handhabe. Ich habe auf meinem Handy aktuell einen mobilen Tarif mit ungefähr 26 GB im Monat. Zu diesem Tarif habe ich mir eine sogenannte Partnerkarte bestellt. Ich nutze das Telekom-Netz, weil das Telekom-Netz in den meisten Fällen mit am ausgebautesten ist und ich bis jetzt auch damit die besten Erfahrungen gemacht habe. Diese Partnerkarte hat mich, glaube ich, einmalig 10 Euro gekostet und habe den Vorteil, dass ich jetzt nicht nur das Handy als Hotspot nehmen kann, sondern genau dieses gleiche Datenvolumen kann ich in meinem kleinen mobilen Router, der jetzt verschwunden ist, da ist hier, kann ich auch das gleiche Internet hier drin benutzen. Ich schiebe dafür einfach nur diese Partnerkarte, die ich mir bestellt habe, hinten unter die Batterie rein und kann dann meinen Telekom-Vertrag, den ich hier auf dem Handy habe, auch ganz einfach unterwegs nutzen. Sollte ich jetzt aber mal länger unterwegs sein oder vielleicht auch mehr Datenvolumen benötigen, denn das wäre natürlich blöd, wenn dann nach einem halben Monat mein Handy limitiert ist, das möchte ich natürlich auch nicht. Dafür habe ich mir noch eine O2-Karte geholt. Ich versuche euch den Vertrag, den ich habe, mal unten zu verlinken, wenn es den noch gibt, wenn ich ihn noch finde. Das ist auch eine Prepaid-Karte, dafür ist der Tarif aber ziemlich teuer. Ich zahle 69 Euro, also knapp 70 Euro für einen Monat. Habe aber den Vorteil, ich kann im kompletten EU-Ausland inklusive... Jetzt muss ich lügen. Auf jeden Fall ist Norwegen mit dabei, das weiß ich. Und ich glaube auch die Schweiz ist mit dabei, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann dort trotzdem unlimitiertes Internet benutzen. Also nicht, dass ich dort diese Fair-to-Use-Klausel oder irgendwas habe, sondern da ist so auf, ich glaube, 1000 Gigabyte begrenzt. Das muss man erst mal schaffen im Monat. auf 1000 Gigabyte begrenzt, also man kann es schon Flatrate nennen. Und das aber im kompletten EU-Ausland. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Vielleicht gibt es das mittlerweile auch etwas günstiger. Wenn ich es finde, wie gesagt, ich packe es euch unten in die Videobeschreibung. Sind wir doch mal ehrlich, jeder Camper von uns ist auf der Suche nach irgendwelchen coolen Gadgets, wie zum Beispiel so ein kleiner mobiler Router. In diesem Video habe ich dir meine Top 10 Wohnmobil-Gadgets mal zusammengefasst. Ich wette, da ist auch was für dich dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!